Erstmal gut Kick zu den neuen Weekly Wolves vom Werder Doppelspieltag, denn sowohl unsere Wölfinnen als auch unsere Wölfe treffen morgen Nachmittag auf Bremen, die Mädels im Pokal und die Jungs in der Liga. Morgen Nachmittag treten unsere Wölfe beim SV Werder Bremen an. Die Bremer belegen aktuell den 12. Tabellenplatz und das Team von Florian Kohfeldt geht mit einer Ausbeute von 4 Punkten aus den letzten 3 Spielen in den 26. Spieltag. Könnt ihr euch noch an das letzte Spiel an der Weser erinnern? Nicht? Dann frischen wir eure Erinnerungen noch einmal auf. Am 30. Spieltag der vergangenen Saison traf Wout Weghorst zum 1:0 Auswärtssieg. Legendär wurde damals sein Chup-Chup-Jubel. So, jetzt aber zurück zum aktuellen Spieltag, an dem unter anderem Xaver Schlager nach abgesessener Gelbsperre voraussichtlich zurück ins Team kommt. Wenn man gesperrt ist, ist es immer ein bisschen blöd, dann ist man ja selber schuld. Also war es mein Fehler, aber es ist cooler, wenn er zur Verfügung steht, dann kann ich der Mannschaft helfen. Genau wie beim 1:0 Auswärtssieg in der letzten Saison rechnet der Österreicher auch beim morgigen Aufeinandertreffen wieder mit einem unangenehmen Gegner. Sehr laute Bank, sehr unangenehm, sehr zweikampfstark, laufen sehr viel, also ja, sehr unangenehmer Gegner. Ich glaube, das wird einfach ein sehr, sehr schwieriges Auswärtsspiel und da müssen wir dranbleiben und schauen, dass wir die 3 Punkte dort entführen. Unsere Wölfinnen vermeldeten Anfang der Woche den 5. Neuzugang für den Sommer. Vom FC Twente kommt Lynn Wilms ablösefrei und hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Bis wir die 20-jährige Abwehrspielerin im grün-weißen Trikot sehen können, müssen wir uns allerdings noch ein bisschen gedulden. Gedulden müssen sich ihre neuen Mitspielerinnen nicht, denn es geht Schlag auf Schlag weiter mit dem Spielplan. Schon morgen trifft das Team von Stefan Lerch um 14 Uhr im DFB-Pokal-Viertelfinale ebenfalls auf Werder Bremen. Ein ganz besonderes Spiel für unsere Urbremerin Pia Sophie Wolter. Ja, ich freue mich natürlich sehr, dass wir Samstag gegen Bremen spielen. Das ist natürlich ein besonderes Spiel und als die Auslosung da war, habe ich ja gehofft, dass Bremen noch eine Runde weiterkommt, denn wir dann im Viertelfinale am Samstag gegen die spielen. Das ist ja mein drittes Spiel die Saison gegen die haben. Ich habe noch viele Freunde dort, aber natürlich wollen wir am Samstag eine Runde weiterkommen und dann das Heimspiel gegen Bayern oder Hoffenheim haben und dann auch in die nächste Runde einziehen und dann auch wieder in Köln unseren Titel verteidigen. Das ist am Ende der Saison das große Ziel. Kommende Woche Mittwoch heißt es dann wieder UEFA Women's Champions League Time für die Wölfin. Auch hier steht das Viertelfinale an. Es geht gegen den FC Chelsea mit Ex-Wölfin Pernille Harder. Zwei super spannende Spiele gegen Chelsea. Ich glaube, es ist ein sehr starker Gegner. Aber genau das sind die Spiele, warum wir alle Fußballerinnen geworden sind. Dass man sich einfach mit dem Besten messen kann. Und auch da ist das Ziel, ein gutes Ergebnis im Hinspiel zu haben, um dann eben auch eine Runde dort weiterzukommen. Genau wie das Achtelfinal-Rückspiel gegen Lilleström werden auch die Viertelfinalpartien in Ungarn stattfinden. Anstatt in Győr wird dieses Mal aber in Budapest gespielt, das Hinspiel am Mittwoch um 17 Uhr. Wir von Wölfe TV sind für euch wieder mit dabei, heißt, wenn ihr das Spiel live sehen wollt, dann klickt euch einfach um kurz vor 17 Uhr auf unserem YouTube-Kanal rein. Und jetzt noch ein besonderer Sendehinweis. Wir haben eine Trainingseinheit von King Kuhn begleitet. Auch wenn der ein oder andere gerne in den Fokus gerückt wäre, haben wir die Linse aber lieber auf unsere 4 Keeper gerichtet. Seid gespannt, in der kommenden Woche geht der Clip hier bei YouTube online. Yo Wölfe-Fans, euer Salto ist wieder am Start mit einem kurzen Update zur VBL Club Championship Saison. Es war diese Woche das Final-Turnier bzw. das Playoff-Turnier um den Einzug bei den Finals von der Club Championship und wir konnten tatsächlich gewinnen. Wir haben direkt die Tour-and-Tour-Begegnung am Anfang gewonnen, hatten ein bisschen Vorsprung gegenüber Augsburg gehabt und dann konnte Timo sowohl wie Bene einen Unschieden einfahren. Dementsprechend haben wir genügend Punkte eingesammelt und sind jetzt dabei beim Grand Final. Ich bin sehr gespannt. Im K.O.-Modus bzw. im Finale ist alles möglich. Wir haben eine richtig starke Saison abgeliefert und wollen die natürlich krönen. Ja, mit dem bestmöglichen Ergebnis. Wir halten euch auf dem Laufenden. Dankeschön für die Unterstützung und wir sehen uns. Euer Salzo. Das war's mit den Weekly Wolves für diese Woche und damit verabschieden auch wir uns in die Länderspielpause. Solltet ihr in der Bundesliga-freien Zeit die ein oder andere Minute Langeweile haben, dann klickt euch gerne bei uns auf dem Kanal durch, lasst ein Like da, gerne auch ein Abo und wir sehen uns dann nach der Pause wieder. Bis dahin, macht es gut und bleibt gesund, euer Mike.